Moin. So. Aber wenigstens habe ich es mit dem Winken hingekriegt. So. Ja, sind schon zur nächsten Hallo Folge. bei S-Turnier. Folge 4. So. So, auf Das einmal auf einen Winken. anderen Monitor geguckt. Hat da den Ordner gerade offen? Ein Bildschirm, das heißt, wenn ich die Aufnahme starte, muss ich erstmal das OBS minimieren und dann, wenn ich dann ins Spiel reinklicke, dann zeigt er ja immer auf den auf Punkt und das ist immer so nervig. Jetzt hab ich das Winken, aber hingekriegt, jetzt hab ich verpeilt zu reden. Ist auch toll. Ich sollte mich vielleicht mal konzentrieren auf das Spiel. Also etwas mehr. Man denkt, Display werden leicht. Ja, denkt man. Aber was steht alles dahinter? Hochladen, Aufnahme, so, eine Aufnahmezeit, Einspruch. Festplattenkapazität, reden, all so Sachen. Oder lautet seine Dokumentierungszeit, Uploadzeit. Dauert ja alles. Muss man ja teilweise auch einplanen. Ja. Mit 10.000 Projekte, noch nur, jetzt ist es windig. Ich Achtung, hab Amazon Pakete gefunden. Könnten. Ich hab Ball gefunden. Und super Forschungsdingsbums. Hui. Ich hab einen Ball gefunden, hab ich gesagt. Achso, so ein. Ach so! Leuchte Ball! Mit denen kann man da immer noch nichts machen, das ist ein. Die sind einfach so, glaube ich. Physiktest. Ja. Ja, gefühlt halt wirklich. Ich find's lustig, ich höre immer noch den Sturm. Ja, den habe ich mit in die Höhle runtergebracht. Schade, wir sind jetzt auch die Pizzteile wieder. Ich mag die nicht. Pieksen immer im Hinterteil. Abgestürzter Satellit gefunden. Cool. Und du hast die Pieksteile ja direkt in deiner Höhle. Finde ich aber nicht gut. Was eher schlecht geht. Wird hinterher ja schlecht in der Höhle. Warten. Vorschusskrippel fallen von der Decke. Was ist gerade passiert? Warum ist da ein Abbautool hier hinten? Hier. Ah, jetzt ist es verschwunden. Ja. Bei mir noch. Ach, hier ist der Satellit. Keine Leitung, nein. Kein Gemisch. Eigentlich wollte ich nur Gemisch suchen. Weil wir Gemisch brauchen. Um Dingsbums zu machen. Noch einen Ball gefunden. Dann endet es ja auch so als zwei immer. Geil, ich hab die Hoffnung, dass ich einen Astronauten finde. Groß genug ist die Höhle, ja. Das Problem also. Ohne Sauerstoff. Ja, das ist immer so ein kleiner Nachteil. Also Sachen. Man es überleben muss. Vom Gemisch her. Ja, weil oberirdisch habe ich auch nicht gerade viel gefunden und ohne Verbindungen kommen wir ja auch nicht sonderlich weit. Verstehst du, was ich meine? Willst du mich verarschen? Ja. Hab gleich Kathole gefunden. Naja. Eine Düse. Da kann wenigstens niemand schreiben, dass du Kohle übersehen hast, ne? Ja, das war's wert.
kann dir Sauerstoff geben übrigens. Ich hab Sauerstoffdingslose abgebaut hier immer an den Wänden, diese blauen Teile. Kann dir. Warte. Hier, hier nehmen. Ihr nehmt tot. Ich war schon so richtig. Ansicht! Alter. Ich wollte sie noch an den Rucksack stecken und dann fällst du um. Ja, schon irgendwie ein bisschen mies. Ich wollte sie gerade an den Rucksack stecken. Da hole ich ihm erstmal die Bits ab. Jetzt in die Höhle komme. Meine Sachen abzuholen. Ich hoffe, die fragen mich mal, ob sie das jetzt alle schon beschwitzt haben. Was denn? Hab ich mir da die Leute, die eigentlich hier reinkommen, ob die jetzt nicht auch das Inventar behalten oder. Ja, so dass ja der andere ja dann immer seine Sachen dann ablegen müsste, sonst. Ja, wir können es ja mal testen. Gemisch. Oh. Ich hab Sauerstoffhole immer. Scheiße. Ich hab gemischt. Ich glaub, ich leg mich gleich zu dir. Ja, ich leg mich definitiv zu dir. Warum hätte ich denn auch auf meinen Sauerstoff achten sollen? Das wäre total dämlich gewesen. Vergiss mich nicht, Welt! Vergiss mich nicht, du bist Scheiße! Was soll das denn? Da vorne ist der Sauerstoffvogel! Da vorne ist der Sauerstoffvogel! Da vorne! Ich hab dir das sogar abgebaut! Ja, ich schaff's vielleicht! Nein! Ich lieg direkt neben der scheiß Sauerstoff. Es ist mein Schicksal, in diesem Spiel immer direkt neben Sauerstoffleitungen zu ersticken. Wirklich immer. Wir müssen eine Lawine mit nach hinten bringen, dann haben wir den ersten mit einem großen Rover. Ich hab was dabei gehabt, du hast was dabei gehabt. Ich lieg fast direkt an der scheiß Sauerstoffleitung. Ich hab da noch diesen einen, also diese drei Sauerstoff... Die erste Staffel beginnt wie... Staffel hier beginnt. Also ich finde dann noch diese drei Sauerstoffpuppel an der Wand. Nimm doch schnell mit, damit ich noch ein paar Sekunden länger überlebe. Dann war ich fast da und dann tot. Ja, an sich ist das Projekt ja um 13 Uhr. Jetzt am Dienstag, ja, die erste Folge davon kommen. Hm. Alles eine Aufnahmesession, wenn ihr aus einer Stunde Tage schreibt, früh, dass ich das gesagt habe, oder? Hm. Eine Aufnahme, ja. Ein Aufnahmetake, aber. Was hat Windows? Wir haben ja gerade nicht so wirklich was, was das gleich sein könnte. Wir kennen es ja wieder, wir kennen es ja schon ein bisschen. Ja. Oder, aber kam halt wieder ein paar Updates, ein paar Bugfixes, ein paar kleine Änderungen, aber im Großen und Ganzen kennen wir es schon. Eine ganze Weile lang. Eine ganze Weile lang. Ich meine, wir kennen es ja schon so lange, dass da es noch ein anderes Baseball in das System. Oh okay, ja. Das ist ja auch nicht so alt. Weil das ist ja auch nicht das neue Base-Spinning-System. Wenn ich in die Höhle gehe, muss ich dann rechts oder links? Links, ne? Runter was? Hör mir dann jetzt nicht los, jetzt geht's dann rechts, weil... Ich geh mal links. Ist du, ich merke, ob du noch runterkommst zum grünen Bereich. Ja, da ist grün. Oh, ja, du warst schon links. So. Spiel ist gemein. Böses Spiel. Er hat was gegen uns, glaube ich. Ich hab einen Meter weiter wäre Sauerstoffverbindung gewesen. Das ist das Traurige. Jetzt hat meine Leiche eigentlich auch eine Sauerstoffverbindung. Ich hab dann eine Sauerstoffverbindung. So.
Aktuell habe ich keinen Platz mehr im Inventar. So, mal laufen wir aus dem Alter in der Höhle. Diese Änderung der Sauerstoffleitung. Dass sie einen kleinen Abschaden haben anscheinend. Genervt. Ich bring dann mal wieder Gedöns an die Oberfläche. Ich spann mal noch diese Leitung in hier. Ich bin dafür, dass du jetzt noch so ein Forschungsdienst musst, also von diesen besten Teilen. Und dieses Teil aus dem Tutorial, was man die Energie bebauen muss, falls das überhaupt ins Spiel eingebaut wurde. Ey, das müsste ich mal ruhig runterschreiben. Ja. Weil das Spiel mit der Version und so das Tutorial reinkam. Na ganz ehrlich, das hätten sie schon einbauen können. Das wäre jetzt schon. Weiß. Oh. Wenn man sowas erforschen kann und dafür einen Bauplan bekommt. Dass man sowas öffnen kann und dafür einen Bauplan bekommt. So. Spinnern! Das habe ich aber leider nicht hier oben gehört. Schade. Aber ich glaube übrigens, das sind wirklich dieselben Höhlen da hinten, die und die hier. Da ist ja die Sauerstoffleiter, okay. Die Sauerstoffleiter mal wieder ran. Nee, Sauerstoff, nee, du willst. Nee, glaub mir, das ist. Nee, das will man gar nicht haben. Wenn man es erstmal hat, dann merkt man, das ist voll langweilig. Braucht man eigentlich auch für nix. 1 Schubdose, 2 liegt da weiter hinten. Jetzt hat er schon 2. Alter. Riechst du Schubdüsen über meilenweit? Also meilenweit. Oder wie? Also, weiß schon. Das hier meilenweit entfernt oder wie schon oder was? Ja. Ich hab das die einer dieser. Die andere Seite entfernt, einfach platziert noch. Und hier ist schon wieder nichts. Dynamit! Dynamit tut's aber hier nichts. Wie mach ich mit so null Sauerstoff einfach eine weitere? Vielleicht tue ich mal die Richtung jetzt nochmal und dann über die Oberfläche. Yes. Ah, neue Bytes. Bei der Höhle gab's auch ein paar Bytes, ne? Was denn? Ach, ich hab gerade nur einen Typen gefunden. Mit anderen Sachen als sonst. Was hat der? Er hat mit Windeln gerade praktischerweise selber. Und was hat er sonst? Ich muss gerade nochmal gucken, ich spiel ihn jetzt auch schon ein bisschen aus. Wir brauchen schon wieder Gemisch. In welcher Technik hast du denn das Gemisch gefunden? Im Green Beat bei uns in den ganzen Nachbarcenter. Achso. Weil der ist schon wieder ein Forschungslevel, der hier rumliegt. Einmal hat der Typ eine Energiezelle? Feuerwerksgegenstand? Nee. Das finde ich gut. Machen wir gleich Feuerwerk von der Technologie. Was? Technologie? Das eine Teil nennt sich E-Forschen. Ja, dann musst du eher rückwärts zum Erforschen. Alter! Schön Weiz gemacht, Martin. Vor allem auf Feuerwerk. Hat er auch. Wenn du wiederkommst, machen wir Feuerwerk. Ich will jetzt beim Gemisch holen ersticken. Aber das war's mir wert. Frag mich nicht wieso, ich hab keine Ahnung, aber was war es mir wert? Ich find's jetzt echt lustig, dass man so was macht, dass die so verschiedene Sachen haben wird. Hm. Ich
schade. Ich nicht. Hab jetzt mich eher auf den Sauerstoff dann gefreut. Ja, ich mich gerade auch. Schau hier, Dynamit. Schau hier, Dynamit gefunden. Okay, aktueller Stand, 4 Schubdüsen. Junge! Da waren zwei Torretten runter. Geh lieber zur Basis, das Auto ist schon fertig. Ist das wirklich? Zumindest ist es schon am Bau. Müsste eigentlich schon fertig sein. Sehe ich gerade schwer, bin im Wälder. Landeanflug! Ja, ist fertig. Ich bring mal eine davon mal nach Hause. Ja, ich. Das müsste fertig sein. Ich kann nicht eine mehr schleppen. Jetzt bringe ich erstmal mein anderes Ich zu Hause nach Hause, was da noch rumliegt. Ich bringe mein anderes Ich zu Hause, genau. Gute Idee. Auf dem Berg ist auch noch so ein Beiteil. Und am Berg, glaube ich, eben auch. Aber das war jetzt echt krass. 478 Beizweifel oder sowas. Ja, finde ich gut. Da hier liegen auch noch ein paar Forschungsnibbel in der Höhle. Wir müssen ihn nach hier unten verlagern. Wo ist der noch? Die Höhle ist ja nicht so taubig, dass sie mit dem Rover hier runterfahren können. Haben wir noch nie gemacht, oder? Mit dem Rover in die Höhle gefahren? Nein. Ich hatte noch nur einen Spezialrober, der so natürlich stand, um Erde abzubauen. Ich hatte noch einen extra einen dafür gemacht. Wenn der nur hin und her fährt, ist noch oberirdisch. So, bin fast am Ausstand sozusagen. Am Ausstand sozusagen aus dem grünen Bereich. So, den Bereich wird bald verlassen. Ich glaube, das schaffe ich auf jeden Fall noch mit der vollen Runde dahin. Muss ich ja. Wir haben ja schon 17 Minuten. Nämlich. Nicht so schnell. Ja. Das leider. Das waren schon 4 Folgen. Das geht mir viel zu schnell. Ich will das Spiel spielen und nicht gleich wieder Pause machen und warten. Das hatte ich gerade eigentlich auch bei Feed the Beast, aber da. Das ist, ja, weil eigentlich. Ja, gut, da kannst du ja weitermachen. Weil ich will die Beast-Aufnahmen, meine ich. Ja. Ja, ich meine, weil letztes Mal sich er jetzt erst heute machen wollte, gestern wollte er nicht. Ist doch letzter, dass also er hat keinen Sinn dafür, dass er vielleicht mal eine gewisse Pünktlichkeit haben sollte, oder wie? Ja, gestern wollte er nicht. Ich meine, da habe ich dann geschrieben, wann wollen jetzt eigentlich die Aufnahmen machen? Ich musste die dann nochmal an sich schreiben. Hat er dann halt erst seit morgen. Ich bin froh, dass ich nicht dabei bin. Ich hab schon längst die Nerven für verloren. Weil jetzt müssten jetzt alle 4 Projekte auf einmal aufgenommen werden. Alle 4 Projekte und jetzt fehlt ja noch. Was schon um 1 Uhr noch. Wir haben ja schon 1 Uhr 9. Alter. Hier bauen sie Schub. Da. Da muss sein, der Speicher ist mit kleinen Worten für diesen Fahrzeug. Ich glaube, jetzt werden beide Zeiten als Speicher. Und vorher war es ja so, dass beides eins war. Guck. Nee. Der Speicher ist wirklich. Dann ist der Speicher viel zu klein. Guck mal. Ich hatte Probleme mit meinem großen Pferd rauszukommen, weil der Speicher sich verkleinert hat. Guck mal, hiermit komme ich ja nicht mal aus der Basis. Leider läuft die nicht. Alle. Fast. An der kurzen Fahrt, weißt du, ist der Akku schon leer. Das Kabel ist nicht mal lang genug bis zu dem scheiß Teil. Ich hab ne Idee. Fahr mal kurz dahin. Ja, was oben drauf? Also, das ist echt kacke. Das ist echt kacke. Dass der Speicher jetzt so klein ist, ist. Also, sorry, aber das ist wirklich kacke. Da braucht er echt eine mittelgroße Batterie.
Das ist so ein. Habe ich schon eins an der Schiffe? Was ist das? Der erste Frober. Aber was aber ist, ich glaube, das haue ich auch nochmal alles hier drauf. Guck mal, das Aluminium-Kupfer-Ding. Guck mal. Das fällt ja auch ineinander. Nein. Bei mir ist da oben, wo das gerade Kupfer gemacht. Das habe ich nicht gesehen, dass es ineinander war. Hey, Feuerwerk! Warte! Mach! Soll ich machen? Hä? Okay. Yay! Ein schönes, Fall! Yay! Ja. Das hat funktioniert. Ich finde, wir sollten noch eine Folge aufnehmen. Okay. Wollen wir gleich sagen, wir nehmen nochmal 4 auf? Können wir auch machen. Dann wären wir sozusagen auch für die nächste Woche schon bewaffnet. Ja, also du meinst, das ist jetzt für die Woche, die... Die jetzt kommt? Das ist jetzt für die Woche. Gut, weil in der Woche, die... also in der übernächsten Woche, da bin ich eh weg. Dann... Passt das doch. Ja, weil wir nicht am Samstag oder Sonntag in dieser Szene aufnehmen müssten. Ja, ich meine, übernächste Woche. Nee, also am Freitag habe ich Geburtstag, am Samstag werde ich wahrscheinlich auch nicht so. Mal gucken. In der Woche wäre ich ja auch schon weg, deswegen können wir eigentlich gleich wieder Aufnahmen machen, oder? Ja, ich müsste mal gucken, wie ich das alles reinkriege. Jetzt müsstest du wieder anmoderieren, ne? Ich habe dran da, ich beendet habe. Ja, dann. Tschüss. Oh, tschüss.